Ja, Josen Matrosen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem, zu dieser Folge What's in the Box, die ich zum zweiten Mal aufnehmen muss. Ja, weil meine Kamera, meine neue, oder die neueste, meine Osmo Pocket 3 eine Funktion hat, indem man, wenn man den Record-Knopf lange genug drückt, kann man die Videofile löschen, die gerade noch aufnimmt. Und genau das habe ich eben gemacht. Ja, nachdem ich zwei Pakete geöffnet habe, eine vom Tony Goku und seinem Homie, dem Domme, und ein Paket vom Mark, vom absoluten Elite-Kanalmitglied Mark. Ja, 20 Minuten für nix. Ich habe schon überlegt, ob ich die Tonspur, weil die nehme ich ja extra auf, ob ich die laufen lassen soll, die Originaltonspur, und dann heute halt einfach alles, ohne was zu sagen, in die Kamera halten soll. Egal. Ah, Mann, ey, das tut mir so leid. Das tut mir so leid, Jungs. Ah, oh Mann. Das, boah. Naja, fangen wir an mit dem Tony Goku, seinem, Paket. Da war zum einen eine wunderschöne Sonnenbrille, und Sonnenbrillen sind immer geil, weil ich verliere meine immer sehr schnell. Und ja, Ersatz immer gut. Dann hat er mir ein paar Bildchen geschickt, die ich ihm, glaube ich, unterschreiben soll. Ja, einmal mit dem Tony Goku drauf und seinem Homie, dem Domme. Ne? Dann, glaube ich, nochmal, so zweimal. Und dann haben wir ein geiles Bild, auch zweimal das hier von der Retro-Börse in Montabaur. Da sind sie alle drauf, die ganze Bande, fast die ganze Bande. Ne? Ja, ziemlich geil. Unterschreibe ich dir natürlich, mein Lieber. Ah, Mann, regt mich das jetzt auf, ey. Das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Und eigentlich, man kann die Kamera, gibt zwei Wege. Man kann das Display drehen. Dann geht's an, nimmt automatisch auf, man dreht's zu und dann ist die Aufnahme da und sie bleibt da. Oder, so wie ich es immer mache, ich drücke auf den Record-Knopf, Record, einmal kurz auf den Record-Knopf, Record hört auf, bleibt aber da. Aber wie gesagt, wenn man das länger drückt, verschwindet die Datei. Oh. So, was ist denn in the box? Zum einen, das ist eine vom Tony und eine vom Domme, jeweils eine Mütze. Mega geil, hier. Eine neue. Ey, ich glaube, der Tony konnte Gedanken lesen, weil ich war schon am Überlegen, mir langsam wieder eine neue zu holen, weil die hat jetzt so ziemlich den Sommer mitgemacht, ne? So, ich wasche sie zwar ab und zu, aber trotzdem, ne, bilden sich da unten so ein bisschen so Schweißflecken, die einfach nicht mehr rausgehen, auch nach dem Waschen. Und hier haben wir eine brandneue. Die ziehe ich auch am Samstag gleich an. Weißt du was? Ja, ich habe es vorhin auch getan. Zieh ich auch gleich an. Hier. So, nice. Und der Domme hat mir zwar eine in Small Medium geschickt, aber zum Glück ist es ja eine Snapback. Und auch die passt wunderbar. Ist übrigens geil. Batman, ne? So, dann kriegt der Sven wieder meine alte Mütze. So, und das ist auch vom Domme, und das fand ich auch ziemlich cool. Da freue ich mich schon drauf, mal eine Runde zu zocken. So ein Arcade-Automat von Pac-Man, ne? Das Original Pac-Man von damals aus den Arkaden. Ja, das Ganze kommt auch von myarcadegaming.com. Full Color Screen, Removable Joystick. Ah, cool, dann ist das nur noch ein Steuerkreuz, wenn man will auch, ne? Das ist auch nice. Ziemlich, ziemlich nice. Der hatte den Preis dran gelassen, den habe ich mal abgemacht hier, vorsichtshalber. Domme, vielen, vielen Dank für die Mütze. Vielen, vielen, vielen Dank für das hier. Das ist ziemlich geil, Mann. Wie gesagt, ich freue mich schon, da mal eine Runde Gas zu geben, Pac-Man-mäßig. So, dann war noch drin. Genau, das waren die Sachen von den Jungs. Bisschen Verpflegung hat er mir rein. Dann hier so ein Xbox Game Pass. Schlüsselanhänger. Ein Raketenbräu. Was willst du mir damit sagen? Soll ich mehr Alkohol trinken oder was?
Habe ich irgendwas vergessen? Hat da irgendwas noch rein, was ich vergessen habe? Nee, das war's, ne? Ziemlich geil. Also die Mützen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, auf jeden Fall. Und ja, allgemein, das ist ein sehr, sehr, sehr nettes Paket. Dankeschön, Jungs. Ja, mega. Also, nochmal abchecken. Tony Goku auf YouTube. Dankeschön. Dankeschön, Jungs. So, und zum zweiten Mal zeige ich euch auch, was der Marc mir geschickt hat. Und zwar zum einen, und der Marc ist einfach crazy. Ja, der Marc ist verrückt. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Ich war beim Arzt, also beim Orthopäden, denn euer Reed dachte, es ist eine gute Idee, mit fast 42 nach über 10 Jahren wieder mit Fußball anzufangen. Ja, hab dreimal mittrainiert, und mit dreimal mittrainiert meine ich etwas bei den alten Herren mitgekickt. Ja, also ne, ein bisschen gebolzt hier, paar leichte Sprints hier und da, nichts Wildes. Ne, ging auch dreimal gut, und nach dem dritten Mal, so 2-3 Tage nach dem dritten Mal, und das ist 3 Wochen her, Schmerzen im Knie. Ne, dann war der Reed heute beim Orthopäden. Gab es einen Ultraschall, scheint nichts Schlimmes zu sein, aber wenn es in 3 bis 4 Wochen nicht besser ist, ab zum MRT. Ne? Naja. Und genau, und deswegen erzähle ich euch das, weil wir haben uns miteinander unterhalten, wir haben geschrieben miteinander, und er hat mir eines seiner Neuzugänge ein Foto geschickt, und beim Marc gefühlt kommen da jeden Tag Neuzugänge, und das habe ich ihm auch so geschrieben. Ich so, gefühlt kommt da jeden Tag Neuzugänge bei dir. Er so, naja, das ist nur zwischen dem 1. und dem Mitte des Monats, dann wird's langsam kritisch und so. Und ich so, ja, dann musst du aufhören, mir Sachen zu schicken, dann kannst du dir mehr Zeug kaufen. Er so, nein, auf gar keinen Fall, aber das war wahrscheinlich das letzte Paket für dieses Jahr. Und ich so, okay, immerhin, ne? Gut, was hat er mir geschickt? Hier liegen 4, 5 Sachen. Marc, du bist einfach nur verrückt, Mann. Du bist einfach nur verrückt. Einmal Batsugan Saturn Tribute Boosted für die Nintendo Switch. Und ich kenne das nicht. Ich sehe nur, es ist ein Schmapp. Scheint bullet-hellig zu sein. Und alles, was hier liegt, fast alles, ist Japan-exklusiv, höchstwahrscheinlich, so ich den Marc kenne. Ja, nie von gehört, oder obwohl der Name sagt mir sogar ein bisschen was, Batsugan. Aber nichts mit Raygun zu tun, oder? Diese australische Breakdancerin, oder? Okay, ich hab's nichts gesagt. Aber Saturn Tribute, war das wohl ein Saturn-Game? Exklusives Saturn-Spiel? Sag du es mir, ziemlich geil. Und alles eigentlich noch sealed, so kenne ich das gar nicht vom Marc, weil er hasst es, wenn ich Sachen sealed lasse. So, dann hat er mir rein, da hätte ich ihn eigentlich erst danach fragen sollen und dann irgendwie in die Beschreibung schreiben, aber ich habe das verpeilt und ich dachte, er meint, kurz bevor ich das Paket aufmache, soll ich ihn fragen, so wurde ich quasi gespoilert. Auf der Switch, also der Switch-Port von der PS2 von Castle Shimigami 2. Und hier ist der Switch-Port quasi. Castle Shimigami 2. Wie gesagt, habe ich auch auf der PlayStation 2. Habe das mal schon lange her gezockt. Auch aber ein exzellenter Shoot'em-up, ne? Ein vertikaler Schmapp. Und ja, hier haben wir einfach mal, so wie es aussieht, das japanische exklusive Game. Und ich, Idiot, vorhin, ich so, hä, was ist das? Cosmo Makia? Weil hier steht Cosmo Makia. So, ich so, okay, Cosmo Makia 2? Und ich so, ach nee, warte mal, das ist das Castle Shimigami 2. Und da unten steht nämlich Published by Cosmo Makia. Dumm, oder? Wow, Marc, vielen Dank, ey. Boah, hier einfach mal 2 geile Schmaps. Und es geht ja noch weiter. Freunde, da hat er mir nämlich noch rein. Und das hat er nicht zum ersten Mal getan, und so, ich muss ein bisschen die nächsten Pickups spoilern, weil da sind nochmal 2 oder 3 von diesen selbstgemachten Anleitungen für Switch-Games, also für First-Party-Switch-Games, die keine Anleitung haben normalerweise. Und das Ganze kommt von einem Kollegen auf Etsy, der nennt sich Retrondo, ja, Retrondo, und der stellt diese Dinger her. Und die sind Top-Qualität, kann ich euch sagen. Ich
Ja, obwohl, ich hol mal das von Luigi's Mansion 3 kurz raus und zeige ich euch das eben, wie so eine Anleitung von innen aussieht. Und die anderen beiden, die ich habe, ich spoilere sie jetzt nicht, welche das sind. Das seht ihr dann in den nächsten Pickups. Aber wenn man hier reinschaut, schaut euch das mal an. Ja. Mega geile Qualität und eine richtige Anleitung zu den Spielen, die sonst eigentlich keine haben. Ja. Und in diesem Fall Luigi's Mansion 3. Sehr, sehr, sehr geil. Das habe ich ja durchgespielt, genau. Ah, mega. Marc, vielen Dank, ey. Ah, da freue ich mich schon, die reinzulegen. In die Original-Hüllen. Ne? Der ein oder andere wird jetzt sagen so, ja, das ist nichts für ihn. Das ist ja nicht original und verstehe ich total. Aber irgendwie, ich finde das absolut genial. Ich finde die geil. Wie gesagt, kommt von einem Kollegen auf Etsy namens Retrondo, ne? Unbezahlte Werbung. Cool. Krass. So, weiter geht's. Mit der Sealed-Version hier von Turrican Anthology Volume 2 auf der PS4. Und das Ganze ist ein Strictly Limited Release. Der 37. Release von Strictly Limited. Das ist die Nummer 1259 von 2000 Kopien. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Switch-Version gab. Das ist auf jeden Fall die, die PS4-Version. Und da ist drauf Turrican 3, Mega Turrican, Mega Turrican Director's Cut, Super Turrican 2 und Super Turrican Score Attack. Und wie gesagt, hier steht Anthology Volume 2. Gibt es da wohl eine Volume 1 mit anderen Turrican-Games? Wahrscheinlich, mit Sicherheit, oder? Ja, Turrican ist ja ein deutscher Spieleentwickler gewesen, oder? Also hinter Turrican steckt eine deutsche Firma, Entwicklerteam, oder? Ah, Marc, dankeschön. Ich bin fix und alle und ich schwitze wie Sau. Ich habe meinen Ventilator vergessen. Ja, und zu guter Letzt, das finde ich auch ziemlich geil, denn bis auf das Turrican ist, glaube alles, würde ich mal behaupten, so wie ich den Marc kenne, Japan-exklusiv. Und hier haben wir noch Death Come True auf der PS4. Ich glaube, das zu kennen, das ist so ein interaktives Game, aber mit echten Schauspielern. Sprich, die haben ja mit echten Schauspielern das gedreht, aber mehrere Versionen des Films, so dass man zwischendrin aussuchen kann, was ein Charakter gerade tun soll, wie er sich entscheiden soll. Aber mit echten Menschen halt, ne? Ihr kennt ja alle Until Dawn, etc., ne? Das ist ja alles animiert, aber hier sind es richtige Schauspieler. Ziemlich geil. Ich hoffe, dass es auf Englisch ist, weil hier steht alles auf, Japanisch, bis auf hier unten Death Metal und Death Tube steht hier auf Englisch. Und es scheint auch irgendwas mit YouTube zu tun haben. Es ist spät, ich bin müde. Ja, Marc, danke, danke. Brain gesprengt, mal wieder. Ja, krass, du bist nicht normal, Marc. Du bist ein bisschen, das weißt du aber, ne? Das weißt du selbst. Ja, danke auch nochmal an den Tony Goku und an den Domme und an den Marc und danke an alle einfach und danke an... Ja, an euch auch, ne, dass ihr hier mal regelmäßig einschaltet. Ach ja, das war auch noch drin vom Tony Goku, das habe ich fast vergessen. Ich denke aber, das ist für einen Sven, oder? Das sind doch Son Gokus, oder nicht hier, oder? Das sind doch Son Gokus. Ne? Kriegt dann der Sven, die sind bestimmt für den Sven reingelegt worden. Die sind ziemlich cool, ich würde sie eigentlich fast selber behalten, aber ja, ich glaube, beim Sven sind die besser aufgehoben. Die waren auch noch beim Tony Goku drin, ne? So, jetzt habe ich aber nichts vergessen, oder? Egal, so, ich bin raus für heute, hundemüde. Total geschafft. Zweimal das Unboxing gemacht jetzt. Oh Mann. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Stay safe. Passt auf euch auf. Euer Ree.